Fragen wir doch mal nach bei Ralf Stegner, dem SPD-Fraktions- und Parteichef in Schleswig-Holstein. Erst einmal danke, dass Sie für uns zur Verfügung stehen und guten Tag nach Kiel. Schönen guten Tag nach Berlin. Wir sind zwar in Bonn, aber das macht nichts. Das ist dennoch dann die gleiche. Dann grüßen Sie an den Rhein. Dennoch die gleiche Frage: Was kann denn morgen eigentlich rauskommen bei diesem Parteikonvent? Da wird die Frage erörtert werden, ob die SPD ein Gesprächsangebot von Frau Merkel für ein Sondierungsgespräch annimmt. Das ist das, was wir diskutieren, zusammen mit sicherlich einer Analyse über das ja sehr, sehr unbefriedigende Wahlergebnis, was wir eingesteckt haben, dem ja normalerweise die Opposition auch folgt. Nun ist die Lage, wie sie ist. Frau Merkel hat keine Mehrheit im Deutschen Bundestag und man merkt das ja auch an den Äußerungen, die wir gerade gehört haben in ihrem Film, dass in der Union schon alle möglichen Menschen sich zu allen möglichen Dingen äußern. Ich bin uns gar nicht so sicher, ob das so schlau ist, momentan öffentlich Markierungen vorzunehmen, was Inhalte oder Personen oder sonst was angeht. Die SPD jedenfalls ist soweit nicht, sondern wir diskutieren innerhalb unserer Partei, wie wir umgehen mit dem Wahlergebnis. Und klar ist für uns immer, ohne Politikwechsel braucht man gar nicht darüber zu diskutieren, sich an der Regierung zu beteiligen. Aber das wird bei uns in der Partei morgen sicher sehr intensiv diskutiert werden. Zumal im Übrigen ja die Lage auch in unterschiedlichen Ländern bei uns, was das Ergebnis angeht, auch unterschiedlich schwierig ist. Das muss man einfach sagen. Also dann müsste ja, wie Sie gerade gesagt haben, morgen ein Ja dabei herauskommen, ein Ja zu Sondierungsgesprächen. Das wäre ja doch die Staatsräson, oder nicht? Also das erwarte ich, dass das am Ende herauskommen wird, dass man sich im Gesprächsangebot der Kanzlerin nicht verweigert. Aber der Parteikonvent wird es beschließen. Und was er auf keinen Fall tut, ist, dass wir jetzt so machen, als seien die Sachen einfach abgemacht. Und man könnte jetzt einfach mal schon lustig darüber reden, wie das denn so ist und wer welche Ressorts bekommt und welche Themen man dem einen oder dem anderen zuschreibt. Das davon halte ich alles nichts. Wir können nicht so ein Wahlergebnis eben einfach mal nehmen und sagen, Wahlkampf war gestern und dann machen wir jetzt morgen gemeinsam mit Frau Merkel Politik, gegen die wir gerade Wahlkampf gemacht haben, mit einem komplett anderen Programm. So schnell wird das gar nicht gehen können. Und ich erfahre aus allen unseren Landesverbänden eine Stimmung, die sagt, lass uns das Wahlergebnis in Ruhe analysieren und lass uns dann im Parteikonvent darüber reden, ob wir das Angebot annehmen. Und wenn das Angebot angenommen wird, dann ist das immer noch ein weiter Weg zu der Frage, ob es sich daraus lohnt, zu Verhandlungen zu kommen oder nicht. Na, das ist ja schon mal, hört sich schon mal ganz gut an. Aber das, was Sie gerade andeuten, nämlich die Aufarbeitung des Wahlergebnisses, lässt das befürchten, dass morgen vielleicht ein paar Köpfe rollen? Ich glaube nicht, dass das schlau ist. Wir haben mit einem sehr, sehr guten Programm sehr geschlossen mit dem Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück Wahlkampf gemacht. Und ich kann nur jedem von uns raten, nicht zu glauben, dass die Dinge besser für uns werden bei dem Ergebnis, wenn wir nun anfangen, über einzelne Personen zu diskutieren. Richtig ist aber auch, wir haben einen Parteitag im November, da wird die Parteiführung neu gewählt, die Fraktionsführung, da sind ja gerade zwei Personen erst gewählt worden, die ist noch größer, wird neu gewählt werden, vieles andere mehr. Erst die Inhalte, dann die Personen, das ist eine kluge Reihenfolge immer gewesen und bei der sollte wir auch bleiben. Und wer das übrigens nicht tut, der wird, glaube ich, Ärger kriegen mit der Parteibasis und den Mitgliedern, die das überhaupt nicht wollen, die sich wünschen, dass wir uns ernsthaft auseinandersetzen mit dem, was uns der Wähler und die Wählerin eigentlich sagen wollte. Und wenn man eine gute Zukunft haben will, dann muss man, finde ich, den ersten Schritt vor dem zweiten tun und nicht umgekehrt. Aber wenn Sie die Mitglieder befragen würden, würden Sie ein Stimmungsbild bekommen, oder welches würden Sie denn bekommen? Was glauben Sie, wenn jetzt schon so viele drohen mit Parteiaustritt, sollte es zu einer schwarz-roten Regierungskoalition kommen? Nein, was glauben Sie denn, dass irgendjemand Neigung hätte, jetzt mit Frau Merkel gemeinsam zu regieren? Die Neigung dazu, die ist bei uns extrem niedrig. Ich bin da auch nicht für und im Parteivorstand kenne ich auch nicht mehr, der sagt, wir wollen das jetzt gerne tun. Die Frage, ob wir das tun müssen, ist die, die sich möglicherweise stellt, aber ich sage eben auch nur möglicherweise. Die Stimmung ist, wir wollen keine große Koalition, wir haben Wahlkampf gemacht gegen diese Regierung von Schwarz und Gelb und die Gelben sind rausgeflogen und wir haben kein gutes Ergebnis erzielt. Aber das ist Frau doch, Merkel muss sich eine Mehrheit besorgen, sie muss mit den Grünen reden. Ja. Herr Stegner, aber das ist doch ganz klar, dass man im Wahlkampf gegeneinander antritt. Ich meine, das ist doch, weiß doch jeder, der auch dann zur Wahlurne geht, dass er da irgendwo dann sich entscheiden muss. Aber gehen wir doch mal ein Schrittchen zurück und gucken mal auf das, was Ihre Parteikolleginnen und Kollegen auch immer wieder ins Feld führen. Es sei alles so schlimm gewesen in dieser großen Koalition damals. Die SPD ist zugrunde gegangen, wurde von der Kanzlerin niedergemacht, gebissen. Ich weiß nicht, was alles für Argumente auf den Weg gebracht werden. War es denn wirklich so schlimm und ist alles an allem die Kanzlerin schuld gewesen oder hat nicht die SPD auch ein bisschen dazu beigetragen, das Gesicht zu verlieren? Ich bin nicht sehr dafür, so
bin nicht sehr dafür, so selbstmitleidige Betrachtung abzugeben. Ich finde, die SPD muss selbstbewusst auftreten. Wir hatten ein gutes Programm. Ich halte nicht viel von großen Koalitionen, habe selbst in Kiel keine gute Erfahrung damit gemacht. Aber eine selbstbewusste SPD vertritt ihre Inhalte, egal mit wem sie zusammenarbeitet. Große Koalitionen müssen immer die große Ausnahme bleiben, weil eigentlich eine Regierung eine starke Opposition braucht und umgekehrt. Aber ich würde jetzt hier keine so selbstmitleidigen Betrachtungen anstellen. Die übrigens die Bürger interessiert das ziemlich wenig, wie wir uns dabei fühlen, sondern die wollen, dass ihre Probleme behandelt werden, ob das Rente ist, ob das bezahlbare Mieten sind, gute Bildung, Arbeit, von der man leben kann oder ordentliche Kinderbetreuung, moderne Familienpolitik. Das wollen die Menschen geregelt haben und nicht wissen, wie sich jeder Einzelne jetzt in unserer Partei fühlt. Aber wir müssen darüber diskutieren, wie wir damit umgehen und das werden wir auch machen. Und Frau Merkel muss man wirklich konzedieren, ihr Wahlkampf war ja sehr erfolgreich. Sie hat das in einer Weise gemacht, dass man dachte, da steht gar keine Kanzlerin zur Wahl, sondern eine Präsidentin, die gar nicht von verschiedenen Parteien redet und die auch unsere Begriffe klaut und so tut, als seien die auch für Mindestlöhne und so weiter. Und das hat ja dazu geführt, dass die FDP rausgeflogen ist und wir doch ordentliche Lackschäden abbekommen haben. Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Also Respekt schon, aber die SPD sollte sich nie klein machen, in keiner Weise. Und das kann ich Ihnen sagen, in meinem Landesverband hier in Schleswig-Holstein ist es jedenfalls so, da gibt es nur eine selbstbewusste SPD und klein machen tun wir uns weder vor der Kanzlerin noch vor der Union noch vor sonst irgendjemand. Ja, der Blumenstrauß mit Rosen und kleinen Stacheln ist wohl sicherlich in Berlin angekommen und den haben wir wohl auch vernommen. Aber der Wähler erinnert sich ja auch, dass zum Beispiel Gabriel Steinbrück, Steinmeier ganz gut konnten mit Frau Merkel. Was sagen Sie dazu? Ich sage, dass in der Zeit der Großen Koalition ja die große Wirtschafts- und Finanzkrise war. Da haben wir ein Beschäftigungsprogramm gemacht, das die Handschrift hatte von Frank Steinmeier und Peer Steinbrück und Olaf Scholz, das dazu geführt hat, dass wir gut durch die Krise gekommen sind. Dass andere sich die Federn an den Hut hinterher gesteckt haben, sogar die FDP, Herr Brüderle, obwohl die das bekämpft haben. So ist das in der Welt und manchmal muss man auch darauf achten, wie man das verkauft, was man selber macht und darüber auch redet. Aber die rückwärtsgewandten Betrachtungen, die nützen ja nicht viel. Wir hatten zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Koalitionen. Und das, was wir dabei erreichen, ist nicht immer abhängig vom Partner oder von der Prozentzahl, sondern ob wir Inhalt und Personal so aufgestellt kriegen, dass unsere Inhalte, für die wir unseren Wählerinnen und Wählern Zusagen gemacht haben, dass die realisiert werden können. Deswegen habe ich seit dem Wahltag schon gesagt, eigentlich haben wir eine Oppositionsrolle. In die Regierung können wir überhaupt nur eintreten, wenn es dann Politikwechsel gibt, wie wir ihn versprochen haben, jedenfalls in Ansätzen. Sonst würde meine Parteimitglieder sagen, nee, das machen wir nicht mit. Und da wir nun ja auch nicht sagen können, wir wählen einfach neu, solange bis uns das Ergebnis gefällt. Das wäre ja eine Beleidigung auch, finde ich, der demokratischen Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger. Müssen wir uns der unangenehmen Aufgabe stellen, das jetzt zu prüfen. Nee. Das macht die Schwierigkeit aus und ich bestreite ja gar nicht, dass das eine schwere Lage für meine Partei ist. Aber der müssen wir uns stellen und in unserer 150-jährigen Geschichte hatten wir, weiß Gott, schon schwierigere Situationen als die, die jetzt ansteht. Das ist wohl wahr. Sie haben mir Stoff für die letzte Frage gegeben. Ohne zurückschauen zu wollen, vielleicht schauen wir nach vorne. Und Sie haben die Krise erwähnt, die anstand zu bewältigen in der Großen Koalition. Wir sind immer noch nicht raus aus dieser Krise, dieser Währungskrise, dieser Wirtschaftskrise. Wäre das jetzt nicht wieder etwas, wo die SPD sagt, wir gestalten jetzt mit, auch mal mit anderen Vorzeichen, Sie kommen ja aus einer anderen Situation? Also, was das in der Schlussfolgerung heißt, das werden wir morgen in aller Ruhe erörtern miteinander. Ich sage nur, die SPD hat ja auch in der Opposition Verantwortung bewiesen, indem wir zum Beispiel bei den europäischen Fragen, obwohl uns nicht gefiel, dass Frau Merkel nichts gegen Jugendarbeitslosigkeit getan hat, obwohl uns nicht gefiel, dass die Spekulanten nicht beteiligt worden sind an den Kosten der Krise, aber dass wir zum Beispiel antieuropäisch werden, nur weil wir in der Opposition sind, sowas gibt es mit der SPD nicht. Wir sind eine Partei, die zu ihren Grundsätzen steht, egal welche Rolle sie ausfüllt, entweder als Opposition kraftvoll und in der Sache vernünftig, verantwortlich für das Land oder aber in der Regierung. Nur ich sage, der Weg in eine gemeinsame Regierung mit der Union ist sehr, sehr weit. Und ob das gehen kann, weiß ich nicht. Das wird man sehen, ob wir Sondierungen aufnehmen und was die ergeben. Aber das wird morgen in aller Ruhe debattiert. Und da sollten wir uns auch von niemandem drängen lassen. Jeder, der den Eindruck erweckt, das sei jetzt schon alles ausgemacht hinter den Kulissen, da werden jetzt irgendwie Posten verteilt, der tut da nichts Gutes, denn so ist es nicht. Und wir nehmen unsere Mitglieder ernst. Und das muss man Sigmar Gabriel übrigens als großes Verdienst zurechnen. Seit dem Jahr 2009, seitdem er die Partei führt, ist die innerparteiliche Mitwirkung deutlich stärker geworden und die Mitglieder erwarten, dass das so bleibt. Das Wir entscheidet, hieß unser Slogan. Dabei wird es so oder so bleiben, auch nach der Bundestagswahl. Herr Stegner, eine kurze Frage, noch bitte kurze Antwort. Das, was Frau Kipping von der Linkspartei vorschlägt, nämlich den Mindestlohn durchzupeitschen, bevor es überhaupt zur Bildung einer Regierung kommt, würde das mit Ihnen gehen, mit Ihnen persönlich auch?
Wir sind für den Mindestlohn, das weiß jeder, aber uns geht es nicht um parlamentarische Show-Effekte drei Tage nach der Wahl, sondern nachhaltig für einen flächendeckenden Gesetz, den Mindestlohn und gleiche Lohn für gleiche Arbeit bei Männern und Frauen zu sorgen. Das werden wir tun und dazu brauchen wir Frau Kipping nicht. Schönen Konvent, schöne Sondierungsgespräche wünsche ich Ralf Stegner von der SPD in Schleswig-Holstein. Dankeschön. Herzlichen Dank.